Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich hatte gerade eben eine Idee für ein neues Nebenprojekt und wie das Ganze ablaufen wird, erkläre ich euch jetzt. Also wir werden in den Avatar-Eroberungsmodus gehen. Dort werde ich mir einen neuen Charakter erstellen für das normale Shogun, nicht für Fall of the Samurai. Dann erstellen wir hier einen und ich werde mit dem jedes Gefecht, das ich irgendwie spiele, aufzeichnen. Also ob ich jetzt verliere oder nicht, egal, ich werde es hochladen. Und das auch dann immer, wenn ich skill und so weiter, werde ich alles aufnehmen und hochladen. Das nur so als zwischendurch, sondern bis irgendwann Round 2 Total War rauskommt. Und ja, weil gerade eben habe ich Probleme mit Company of Heroes und Replays. Da habe ich irgendwie viel zu wenige, weil mir irgendwie niemand welche schickt. Aber naja, dann überbrücken wir die Zeit eben hiermit. So, jetzt erstellen wir erstmal einen kleinen Japaner. Mal sehen, die sehen alle scheiße aus. Komm, nehmen wir den hier mit dem Bart. Dann der Helm. Nein. Ja, jetzt muss man bloß noch die Farbe von den anderen ändern. So, ich muss mal unbedingt das Lila loswerden. Sieht schrecklich aus. Obwohl der goldene Helm ist vielleicht doch nicht. Ups. Ja, ich werde jetzt nun mal, das wird auch Intro heißen. Deswegen, weil ich jetzt nur den Charakter stellen werde und vielleicht noch ein paar andere Sachen erklären werde. Und das erste Gefecht kommt dann erst in Part 1. Den Helm haben wir jetzt hier auch. Das kann man eigentlich im Nachhinein ändern, deswegen. Ja, das passt. Pferd, wo sieht man das Pferd? Ist das da irgendwo? Naja, egal. Graues Samurai-Pferd, das passt. Die Beinschienen. Nehmen wir einfach mal. Schuhe sollte er vielleicht schon dann haben. Die hier. Dann das Katana, oder Katana, wie man es auch immer aussprechen will. Machen wir einfach mal. Oh, das sah gut aus, so. Das sollte jetzt zu dem einen Helm passen. Nicht zu dem hier. So, es geht natürlich auch etwas auffälliger. So, das passt dann schön zueinander. Natürlich ist das dann auch in Gold. Ja, okay, wir müssen es nicht übertreiben. Nein. Ach komm, na, sieht man den General wenigstens auf dem Feld. Hier nehmen wir das hier einfach, obwohl, ne, mal kurz ranzoomen. Nehmen wir einfach das. Da sieht man schon mal weniger, dass es ein kleiner Japaner ist. Spaß. Ich finde die Charaktere da irgendwie, ich weiß auch nicht, alle hässlich. Also, sehen irgendwie alle so unmenschlich aus. Also nicht, dass allgemein Japaner unmenschlich aussehen, sondern bloß im Spiel. Dementsprechend machen wir das natürlich auch Gold, da wo es gerade eben war. So. Ja, das ist ein bisschen eher schon grünlich. So. Das Weiße, das machen wir schwarz und das hier auch. Weil. Was nehmen wir da? Ach, das war ein kleines, ein leichteres Braun wäre da vielleicht nicht schlecht. So, und. Okay, ist jetzt nur rot, aber ist ja egal. Das Schwarz passt. Den nennen wir Heiko. YouTube. Ja, ich bin sehr unkreativ, was Namensgebung betrifft. Mal sehen. Ich bin ja eher so der der Speerträgerkämpfer, deswegen, wo sind die denn? Hier, Yari, das ist gut. Bogen, Samurai, Kavallerie. Ja, komm, nehmen wir hier. Satsuma. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon hier drin. Tutorial werde ich jetzt beabsichtigt nicht spielen. Okay, es kommt auch gar kein Zwischen, natürlich auch nicht schlecht. Dann würde ich mal sagen, Avatar-Profil, nein, hier euer Avatar. Dann war es das auch schon fürs Intro. Ich weiß, das Intro war jetzt nicht so, obwohl, hier können wir noch schnell das Logo machen. Natürlich, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann immer gern. So, das Gold, das passt. Jetzt das Schwarz, das passt auch. Bloß das Weiß, mit dem bin ich nicht so zufrieden. Das kann man nicht auch noch schwarz machen, kann man das machen mal rot. Oder gelb, das sah auch geil aus. So. Müssen wir uns bloß noch ein Zeichen raussuchen. Ich klicke den immer schön durch. Komm, nehmen wir einfach mal für den Anfang das. Also wie schon gesagt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es in die Kommentare. So, jetzt können wir noch noch das Gefolge auswählen. Nein. Ja, Kampfangriff. Es gibt das für Naginata-Begleiter, oder?
Dann nehmen wir mal. Nehmen wir mal das mit der Verteidigung. Habe ich jetzt ausgewählt. So. Ich hoffe, dass euch die Idee gefällt. Und ich werde jetzt auch gleich mich ransetzen und die erste Schlacht spielen. Dann später, wenn Kumpel kommt, Black Ops 2 zocken, rendere ich es dann und lade es dann heute Abend hoch. Also, ja, so viel zu meinem Plan. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee und dann bis zur ersten Schlacht. Ciao, Leute.